Medikaresistenzen angesprochen. Wir dürfen neben Covid das Thema nicht vergessen. Im Guardian war letzte Woche ein Artikel, dass 1,2 Millionen Menschen deshalb sterben, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Nun haben wir, Sie haben in Frankreich eine gute Strategie und haben auch Erfolge erzielt, Antibiotika-Resistenzen zu vermeiden. Aber in Europa sieht es leider anders aus. In Europa werden noch mehr Antibiotika eingesetzt in der Tierhaltung als in der Humanmedizin. In beiden Bereichen müssen wir drastisch senken. Wir wissen, wir haben seit 20 Jahren keine neuen Antibiotika mehr entwickelt und auf den Markt gebracht. Deshalb müssen wir sorgsam mit Antibiotika umgehen. Was mich mit Sorge umtreibt, ist, dass wir auch in Europa erleben, dass Reserveantibiotika, also die Reserveantibiotika, die wir eigentlich für den Menschen reservieren müssten, auch in der Tierhaltung eingesetzt werden, und zwar zunehmend. Die Kommission hat leider bis heute, obwohl morgen die neue Tierarzneimittelverordnung in Kraft tritt, keine Liste vorgelegt, dass Reserveantibiotika für den Menschen reserviert werden und nicht in der Tiermast eingesetzt werden. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Kommission zügig eine Liste vorlegt, dass wir den Antibiotikaeinsatz in der Tiermast beschränken? Vielen Dank.